Wir gratulieren herzlich zur 100. Primetime-Sendung. Und hier flippen wir jetzt gleich aus. 10.000 Passagiere an Bord von Aida Cara. Oh ja, es sind wirklich 10.000. Guck dir das an. Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem 100. Primetime-Magazin. Da haben wir uns gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, erstens uns an Glückwünschen zu erfreuen. Zweitens wollen wir Ihnen mal zeigen, viele hatten das gefragt, wie entsteht eigentlich so ein Primetime-Magazin? Und drittens, die Stella war in der Werft. Viel Spaß! Und natürlich haben auch unsere Kollegen an Bord mitbekommen, dass wir unser 100. Magazin haben. Und da haben sie sich was ausgedacht und haben mit viel Liebe und Mühe, habe ich gehört, weil ich kenne das Ergebnis noch nicht, haben sie etwas zusammengestellt. Und das gucke ich mir jetzt mit Ihnen zusammen an. Ich bin sehr gespannt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Sehr sweet, Romana. Happy sehr sweet. Happy Birthday, liebes Primetime-Magazin. Happy Birthday to you. Und mit Alvine und Dodo. Mehr alles geht Gute nicht. Zum 100. Yeah! Yes, meine Damen und Herren, es ist St. Patrick's Day hier auf Aida Vita und 100 Leute haben einen Shot bekommen, ausgegeben von mir für St. Patrick's Day und für die 100. Primetime Magazine. Ich sage 1, 2, 3, Prost! Cheers! Ja, so kennen wir ihn. Alles Gute zum 100. Primetime Magazin! Das ist mal toll, wenn auf dem Pooldeck alle stehen, finde ich einen großartigen Moment. Gucke ich immer wieder gerne. Was ist das wohl wird? Was hat der unterm Arm? Moin, pünktlich zum 100. Primetime-Magazin haben wir unsere schöne Aida Blue richtig fein rausgeputzt. Bravo. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir. Könnte man auch mal nehmen für den Abspann. Happy 100. Folge Primetime-Magazin. Chris, da bist du endlich. Komm mal mit. Der Chris. Wann hat er das gedreht? 4 Uhr morgens? Oh, wow. Hammer! Das sieht Hammer aus. Wow! Super geile Idee. Super geile Idee. Müssen wir uns merken, sowas. Finde ich richtig geil. Da wir gerade auf einer ganz besonderen Reise sind, haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. Bitte schön. Boris, still there, aren't you? Happy birthday to you. Der Wayne, er ist der Größte. So geil. Seht ihr hier feuchte Augen? Ja, vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank an die Gäste und alle, die es organisiert haben, an alle meine Kollegen. Großartig, großartig. Es macht uns hier riesigen Spaß, aber vor allen Dingen macht es uns Spaß, für euch und euch zu sehen, wie wir alle gemeinsam probieren, unseren Gästen ein ganz tolles Erlebnis zu schaffen. Das ist wirklich großartig. Deswegen bin ich hier. Right.
Und wo ich gerade über meine fantastischen Kollegen spreche, da habe ich noch was für Sie. Viele von Ihnen haben in den letzten 2 Jahren uns gefragt, Mensch, wie entsteht eigentlich das Primetime-Magazin? Wie macht ihr das? Und da haben wir uns gedacht, das erklären wir mal auf unsere ganz eigene Art und Weise. Viel Spaß. Heute erklären wir euch mal, wie unser Primetime-Magazin funktioniert. Wir arbeiten bei AIDA in Hamburg, mitten in St. Pauli. Wer bist du denn? Dort ist auch die Storyhouse-Redaktion zu Hause. Kirsten, die Redakteurin, Darko, der Redakteur, Kameramann und Schnittmeister, Fabian, der Produzent und Boris, der Moderator und Chefredakteur. Aber wie entsteht jetzt so ein Primetime-Magazin? Im wöchentlichen Redaktionsmeeting besprechen die 4 ganz viele Themen und machen sich sehr viele Gedanken. Welche Promis haben wir an Bord? Der Tim, die Bettina, der Hubertus, die Birgit? Was hat unseren Gästen besonders gefallen? Haben sie vielleicht zusammen gesungen? Haben sie tolle Ausflüge gemacht? Kirsten ruft kurzerhand auf dem Schiff an und fragt das TV-Team, ob gedreht werden kann. Und schon schnappt sich der Kameramann an Bord, seine Kamera, was sonst, und läuft los zum Film. Das Material wird dann per Satellit nach Hamburg transferiert. In Hamburg angekommen, zimmert der Darko das Material zu einem wirklich schönen Filmbeitrag zusammen. Dabei sucht Darko die schönsten Bilder der Reisen von unseren Schiffen aus. Dazu dann noch passend tolle Musik und schon ist es fertig. Das Best-of der Woche. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Moderation von Boris. Gucken Sie mal. So, auch im Kasten. Und fertig ist das neueste Primetime-Magazin. Also, euch viel Spaß und einen wunderschönen Sonntag. Eure Storyhouse-Redaktion. Unsere Stella war in der Werft und hat sich für Sie so richtig schön rausgeputzt. Und die Kollegen, die Fleißigen, haben von Bord auch Grüße geschickt. Gucken Sie mal. Hier, ganz liebe Grüße hier aus der Werft von Dubai mit AIDA Stella. Wir sind alle schon voll dabei und machen in 6 Tagen die Stella wieder fit für euch. Viel Spaß. Fertig. Ich bin fertig. Komm, lass uns das Eis verkaufen. Ich Mario, du Luigi. Magazin auf die nächsten 100 wundervollen Ausgaben. Muah. Liebe Boris, das ist für dich. Und dein 100. ist Primetime Magazin. Und bitteschön! Und bitteschön! Und bitteschön! Und bitteschön! Und bitteschön! Und bitteschön! Und wenn auch Sie diese wunderbare Stimmung erleben wollen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und wenn Sie gewartet haben, wann ich das nächste Mal bitteschön sage, dann sage ich es jetzt für Sie, für die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes zur griechischen Insel Korfu. Danach bringt uns die Route nach Bari. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. I would watch 100 times and I would watch 100. Time.
magazines. Romeo, the hey Boris, herzlichen Glückwunsch. Dan da dan da dan da dan da dan da da. Von der Aida Aura. Well done, buddy. Und zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Das macht jede Woche mir persönlich am meisten Spaß. Und die Musik suchen wir natürlich immer ganz besonders aus. Ich denke, für die 100. haben wir jetzt die richtige Wahl getroffen. Gucken Sie mal. We're setting sail for our long journey without fear or worries, ship ahoy. We're setting sail, Aida Perla. Off we go towards the horizon.